Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Nier Replicant, das Remaster. Und zwar beim vierten Durchlauf. A, B, C, D. Fünfter Durchlauf. Beim fünften Durchlauf sind wir jetzt angekommen und ja, ich habe keine Ahnung mehr, wo wir stehen geblieben sind, muss ich ehrlich gestehen. Oh. Sie sind eingegangen. Scheiße. Das Einzige, was ich hier jetzt einsammeln kann, ist Indigo. Nicht mal das? Boah, ich krieg gar keine Samen. Was habe ich denn da falsch gemacht? Auch warum befasse ich mich überhaupt mit sowas, ey? Ist jetzt egal. Ich dachte, ich könnte so schnell Geld machen und dachte, Blocken. Ach, das ist... Okay. So, wir sollen, glaube ich, zu unserer Schwester. Das machen wir jetzt auch. So, wie gesagt, das ist jetzt unser fünfter Durchlauf. Und etwas sollte sich ja hier in dem Spiel ändern. Hang in there, okay? I got you some medicine. It's not gonna taste good, but I need you to take it anyway. Don't worry. I can handle it. That's what I like to hear. Am nächsten Morgen. Morning. Hey, how you feeling? Better. It doesn't hurt anymore. That's great. That's really great. Hey, what's that book? Oh yeah, guess I should introduce you. I am Grimoire Vice, wielder of Arcane. Oh, hi Vicey. Now see here, my name is... Vice has been worried about you too. Really? Aw, thanks Vicey. It appears impudence is the fruit of this family tree. Anyway, I need to go talk to Popola. Stay here and get some rest, all right? All right. So, wir reden nochmal mit ihr. Hey, I was thinking about trying to make stew for you. Do we have any venison or wheat? Stew? I don't want her to feel bad, but her cooking is... Yeesh. All right, Yona. Let me see if I can track down your ingredients. Really? Thanks. I'm ready to make... Gut, sie will Hirschfleisch und Weizen. Ingredients for a home-cooked meal. Is there something you want to say? Oh, no. No, no, nothing at all. Look, I know Yona's not a four-star chef or anything, but she puts her heart into it. Only a real jerk wouldn't appreciate the- Did you hear me imply anything of the sort? I guess not. Just, well, good luck. Yeah. Ich hätte mich doch jetzt breitschlagen lassen, hier was einzupflanzen. Weil dann kann ich es ja verkaufen. Dachte ich. Bei Kohle werde ich so oder so brauchen am Anfang. Aber in diesem Durchlauf würde ich gerne alles versuchen zu schaffen. Bevor ich dieses komische Anwesen erreiche. Wenn es überhaupt bei dem fünften Durchlauf das mit dem Anwesen so ist. Weil das ist ja das fünfte Ending. Das ist ja zusätzlich zu der alten Version dazugekommen. Also das gab es ja vorher nicht. Das heißt, das mit dem Lösch-Ending war eigentlich das True-Ending. Jetzt haben wir aber das True-True-Ending bekommen hier in diesem Remaster. Dementsprechend. So, gucken wir mal, ob es hier noch was in der Stadt zu tun gibt.
Oh ja. Da sind ein paar Leuchtekugeln. I'm really sorry, but I broke your... Crap. That did not sound good. I think we broke something. Mm-hmm. Well, there is little point in finishing the delivery now. Let's go back and apologize. Yeah. You take it. Jay. I brought this... Ah, perfect. I'll make the medicine right now. So. Mission? Since you've already been such a help... Could you deliver this? Okay. Ja, ja, übrigens der Großmutter natürlich. Also nachdem man weiß, was mit Popola und Devola ist, also... Nein. Ja gut, das hätte mir eigentlich schon klar sein müssen, nachdem ich Nier Automata gespielt habe. Ma'am, I have something for you. Oh, what a nice young man. Don't work yourself too. I won't, Sonny. And here, let me give you something for all your help. 2000. Yay. Und wo müssen wir jetzt hin? Hoch zur Bibliothek? Ja. Glaube ich. Ja. Ja, okay, ich dachte, jetzt gibt's eine neue Cutscene. I brought a letter for you. Oh, thanks. Oh dear. What's wrong? It's from the mayor of Seafront. He says that a horde of shades have appeared in the area. That's not good. My weapon was practically useless against the giant shade we fought there. I wish there was some way to strengthen my weapon. You know, there's a little if you bring the material. Interesting. Oh, but I figure you'll need around 1,000 gold or so. 1,000? If you need money, try visiting the that's usually where people go. Good advice. So. Haben wir die Mission bekommen, um unsere Waffe zu verstärken. In subkutanen Zellkulturen wurden Mutationen gefunden. Man nimmt an, den Anstieg der Psy... Ich hoffe, ihr konntet es lesen. Well check out the tavern. Ah. Ich will nicht als kleiner Knirps spielen. Ich will wieder als der halberwachsene Nier spielen. Obwohl, mit den Shorts erinnert er mich so ein bisschen an 9S, finde ich. I'll make the time. I was hoping you could go to the Aerie and... Oh, ho. I sure... Right? The Aerie is full... Come on, Vicey. Apparently... Hey, Devola? You're asking me for a favor? Well, now I've heard everything. What's up? I heard you and Popola used to sing at the tavern. I never got a chance to hear it, so... Wait. You want to hear us sing? But hey, if she's up for it, I'm willing. Hey there, want to let a girl buy you a drink? I'm not old enough to drink, Devola. Also, isn't it morning? When the sun never sets, what difference does it make? Ah, never mind. You'll understand when you get older. I do love this tavern, though. It's the nerve center of the whole village. Folks come here to relax, or swap stories, or even look for work. Come back whenever you have a free minute. Come back when... So. Haben wir genug Gold? Ja, wir haben 10.000. Gut.
Ist der so langsam oder kommt das mir so langsam vor? Ich hab das Gefühl, der schläft ein beim Laufen. Also es müsste sich dann eigentlich in Adlerhorst etwas ändern vielleicht? Wenn wir jetzt das zweite Mal auf Kaine treffen? I guess there are ancient ruins buried there. It's full of old scrap and other weird stuff that no one understands. To get there, we have to cross the iron bridge to the northeast. Popola says these huge metal crates used to cross that bridge all the time in the old world. Humans certainly were wise back then. I don't know. If they were so smart, why did we end up like this? Weil sie so doof waren. What? Oh nein, der Hund, den habe ich ja ganz vergessen. Gehen wir mal hin. Dein Ernst, warum springst du immer wieder hoch? Ey! Verarscht er mich gerade? Ich drücke einfach nur runter. Oh, er hat's geschafft. Alter, was ist denn das da? Jetzt alle platt. It's the missing dog. That poor old man's gonna be pretty upset. We should at least give him a proper burial. Oh. Hey, wait. I think the dog has something in his mouth. It's some kind of leaf. This is a rather dangerous location for leaf hunting. I wager this decision cost the animal its life. Well, the least we can do is bring it back to the old man. It's too bad about that poor dog. This is gonna be hard for that old-timer to deal with. Be they dog or man, no living thing can escape their ultimate fate. That include you, Vice? In truth, I have never considered the question. I suppose at some point in time I may simply wink out of existence. Well, that sounds horrible. Say. Yeah? See here, lad. If I ever find myself departing this world. Quit being morbid, Vice. Besides, you can't die. You're made of paper. One can always hope, I suppose. Das mit dem Hund ist immer noch so traurig. Vor allem meine Hündin wurde jetzt kastriert und das war das Grauenhafteste, was ich je erlebt habe. Aber jeder, der seinen Hund kastrieren lassen möchte, geht mit bei der Narkose. Haltet wirklich euer Tier fest, während sie narkotisiert wird. Oder er.
meine Empfehlung. Das geht. Also, das tut dem Tier richtig gut. Und beim Aufwachen am besten auch rechtzeitig da sein und versuchen, als erstes da zu sein. Also, bevor das der oder die aufwacht. Weil das war das Erste, was sie gesucht hat, war uns. Jacob, I'm hungry. Oh, ich hasse den Jungen. I know, hold on. We have some old bread here. Hey there. Oh, welcome. Please, come in. What is this place? It's my shop. I'm the finest smith in these parts. Usually. See, my brother and I build items from scrap we find in the junk heap. But we're a little low on supplies at the moment. The junk heap, you say? That's right. Folks say it used to be a military base. I don't know about that, but there's lots of great stuff in there. It's not exactly the safest place in the world, but we gotta eat, you know? So it's just the two of you out here? Our father died when Gideon was very young. And Mom is... she's out right now, getting supplies, but I'm sure she'll be... Mom's been gone for 7 days. When's she coming back? 7 days? That's a long time. It's getting harder to find good scrap. She probably had to go deeper into the heat. I said I'm hungry. Ich hasse den Jungen. If you had the materials, would you be able to upgrade our weapons? Well, yeah, but it's really dangerous in there right now. No problem. We'll go. You... I want to upgrade my weapon. And besides, you need inventory for your... Well, yes. It's settled then. Well, to improve your weapon, you can get them from the defense robot. Got it. Here's a map of the... And be careful, please. So, dann gehen wir mal rein. Habe ich eigentlich gespeichert? Egal. Als sie das beim letzten Mal auch so gezeigt haben, dachte ich, das hat irgendeinen Sinn, dass die Kamera so nach oben schwenkt, dass wir dann irgendwann mal ganz oben auf dem Dach rauskommen und einem Goliath gegenüberstehen und so, aber wir sind ja nur weiter runter und dann einem Goliath entgegengelaufen. Looks like the ancient machinery is still working. Not that we have any idea how it works. Ruins from ancient times, patrolled for eons by unstoppable machines. Yeah, and I bet they're full of rare materials. Oh, mit dem Stab konnte ich immer einfach rüberschwingen. Das war angenehmer. This place is hardly befitting one of my grand stature. You sure do like to complain, Vice. So, auf geht's. Ich liebe das Lied. Yes, hardly suitable work for children. They both look so skinny too. I'm certain the elder has been giving his share of their food to his brother. So, links. Ah, ich laufe links lang. Ich glaube, hier hatte ich...
Das war's? Okay. Ich frag mich immer noch, was passiert, ey. Oh, von dem kriegen wir jetzt Titanlegion. Ja. Perfekt. Er hat mich gar nicht getroffen. Achso, doch, der geplatzt ist. Oh, hier. Yay! That should do it. Jetzt können wir zurück. You ever wish you could just warp back to the client after you get their stuff? Warp? Yeah, it's apparently a kind of magic that can zap you to faraway places in an instant. Ah, that one. Well, I would stay away from such devilry were I you, lad. How come? Because all of the sages who attempted said spell were reduced to mincemeat when they struck obstacles in their path. Wow. All right then. Walking it is. An excellent choice. So, jetzt haben wir schon mal die Titanlegierungen. Können wir unsere Waffe upgraden? Ich bin immer noch gespannt wie ein Flitzebogen, wie sich das letzte Ending bemerkbar macht, ehrlich gesagt. Da bin ich echt mal gespannt. I hate being alone. I wanna go find Mom. Das Kind ist so schlimm. Oh, help. We got your materials. Ah, thank you so much. I'll get right to work on your weapon. Normally I charge you something, but you can have this one for free. Da war ja das mit den 1000 dann auch gelogen von der. And thanks again. Is everything okay? I'm sorry. He's impatient for our mom to come back and thinks we should go look for her. We just need to wait, okay? She'll be back soon. I don't want to wait! I want to find Mom! Vice? Yes, yes, I know. We're off to search for... Please, no. I already owe you far more than I can ever repay. Oh, don't even worry about it. You don't understand. Our mother is... Never mind. Mom usually goes pretty deep inside the mountain. You're gonna need to use the elevator, so I'd better give you... Mom usually takes... Oh, need some work done on your weapon? Yeah. Oh.
Ich dachte, ich könnte hier vielleicht Tugend vertragen. Ah, da brauche ich ja Kristall und rostige Klumpen und so. Gucken wir mal. Nein, nein, nein. Sorry. Ha, jetzt. Weil, wir können jetzt gucken, was die Roboter hinterlassen. Haben die nicht so viel überlassen? Was? Ich dachte, das wäre mehr. Aber 9 können wir ja schon mal verkaufen. Wolle nicht. Ich frage mich echt, wie das jetzt abläuft. Müssen wir jetzt da echt nochmal rein? Suchen nach der Mutter der Brüder. Die Frage ist jetzt echt, wie ändert sich jetzt die Geschichte? Ich hatte am Anfang gedacht gehabt, keine erinnert sich irgendwie an uns, weil die letzte Szene ist ja wirklich, nachdem wir unseren ganzen Spielstand gelöscht haben, dass sie so bruchstückhaft uns als Erinnerungsfetzen sah. Deswegen dachte ich, vielleicht sieht sie uns dann und erinnert sich wieder. If I may ask, what is it that possesses you to meddle in the affairs of these children? Yona and I both know what it feels like to miss your mother. U1. Das hat jetzt aber lang gedauert zum Laden, oder? Also das war jetzt überdurchschnittlich lang. Stimmt, in der Zukunft konnten wir hier nicht durch, weil... wegen dem Bruder hier alles eingestürzt war. Ich habe immer gedacht, da kommt man irgendwann auch rein, aber nein. Es ist sogar auf der Karte eingezeichnet, ey. Auch nicht lang. So. Oh nein. Boah, wie viel Schläge ich dafür brauche. Kriegen wir jetzt unsere Kugel? So, ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause vor dieser tollen Lore-Part. Und in der nächsten Folge schauen wir einfach, wie sich die Geschichte weiterentwickelt. Also bis jetzt ist sie ja stupide einfach der normalen Geschichte gefolgt. Also ich hoffe, ich habe nichts falsch gemacht, weil ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich nicht hätte den Charakter wieder Barry nennen müssen, damit das irgendwie funktioniert. Keine Ahnung. Werden wir sehen, also... Ich will es nochmal probieren mit Kaini, ob es da irgendwas jetzt anders passiert. Wenn sich es ein bisschen ändern würde, würde ich sagen, okay, cool, so. Aber naja, wir schauen einfach mal. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, Daumen nach oben würde mich sehr freuen. Unten im Kommentariat natürlich auch. Und abonnieren nicht vergessen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge.
Tschüss.